Willkommen zurück. Na klar doch. Willkommen zurück. Hier gibt's ansonsten nichts weiter. So, dann gehen wir mal rüber zu Dr. Chakwas und dann ist auch gut. Ich mache jetzt dann nicht mehr noch extra nach unten, glaube ich. Commander, es hat sich eine Gelegenheit ergeben, die Sie interessieren könnte. Okay. Worum geht es, Doktor? Vor kurzem sind Flüchtlinge in der Citadel angekommen, die medizinische Vorräte und Geräte aus Militärbeständen dabei hatten. Laut unserem Inventar haben wir überschüssige Vorräte zur Behandlung von Seuchen, Strahlenschäden und Unterernährung. Die können also verletzten Soldaten helfen und wir bei typischen Flüchtlingsproblemen? Genau. Vielleicht könnten Sie Ihren Charme spielen lassen und einen Tausch aushandeln. Klingt gut. Könnten Sie das nicht auch selbst erledigen? Die Flüchtlinge trauen wegen der vielen Kriegsgewinnler dem Allianzmilitär nicht mehr. Also auch mir nicht. Aber Sie sind Commander Shepard, der Held. Sie könnten sie überzeugen. Ich kümmere mich darum, sobald ich kann. Reden Sie mit Taktis. Viele Flüchtlinge bei den Citadel Docks betrachten ihn als Anführer. Danke, Commander. Wunderbar. Durch den Zugriff auf Ihre Ausrüstung und Ressourcen konnte ich die Effektivität unseres Medigills verbessern. Das war noch eine schöne Info zum Ende. Gut, schön. Dann haben wir wieder eine Sache, die wir auf der Citadel erledigen müssen. Später. Jetzt aber wirklich mal. Komm, also ich hoffe mal, dass Samantha jetzt nicht wieder... Nein, 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 nein. Ich gehe jetzt nicht zu Admiral Anderson. Vergiss es. Commander? Ich mache jetzt raus in den Weltraum. Ich gehe jetzt nicht zu Admiral Anderson. Okay. Die tun aber auch alles, um einen davon abzuhalten, wieder raus in den Weltraum zu machen, ne? So, wo wollen wir denn jetzt hin am besten? Also Ari-Kolonie. Was haben wir hier? Ehemalige Cerberus-Wissenschaftler. Nö, keine Lust. Was haben wir hier? Cerberus-Entführung. Ja, okay. Hier hinten haben wir dann die Quarianer in der Außenzone. Okay. Ich würde ja eigentlich viel lieber erstmal an den kleineren Clustern ein bisschen sammeln gehen, muss ich sagen. Lass mal hier das Exodus-Cluster ansteuern. Da haben wir bisher ein gutes Viertel. Das wäre doch eine Maßnahme. So, hier auf Utopia waren wir schon, beziehungsweise in Utopia, was auch immer. Wo ist denn das? Ach, hier drüben ist das andere System, okay. So, dann schauen wir doch mal danach. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwo unten ein drittes gibt. Warum müsst ihr das Cluster so weit auseinanderziehen? Ist ja schrecklich. Ich habe etwas gefunden. Oh, das war doch ein Volltreffer. Lass mal schauen hier, bevor die Reaper kommen natürlich. So, was haben wir denn da? Na, Überreste von Reaper-Zerstörer. Klingt nett. Nehmen wir gerne mit. So, und hier auf Tür. Oh, das waren erst. Hier gibt es 5 Sachen zu sammeln. Ach du Scheiße. Na toll, das wird ja super mit den Reapern. So, schauen wir mal, was es hier gibt. Und wahrscheinlich sind die anderen 3 Sachen dann bloß irgendwelche Treibstoffsachen. Navy-Erkundungsflottille der Allianz. Aha. Wieder mal ein Kriegsaktivposten. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön. So, das dachte ich mir fast. Und da melden sich auch schon unsere Freunde zu Wort. Da sind sie schon, die Reaper. So, wo ist denn das hier? Da. Wir lassen uns natürlich nicht aus der Ruhe bringen. Das wird schon. Allianzkreuzer Shanghai. Na dann. Hier gibt es einiges an Kriegsaktivposten, muss ich feststellen. So, dachte ich mir schon. Alle 4 Planeten in dem System haben irgendwas für uns. Das ist ja Wahnsinn. So, und da oben haben wir dann auch noch ein bisschen Treibstoff für uns. ULG-Sprung erfolgreich. Wunderbar, jetzt müssen wir bloß mal in der Nähe davon rausgeworfen werden. Oh Gott, das war knapp. So, bisschen Treibstoff. Oh Gott, Ausweichen weg. Ausweichen erfolgreich. Das war knapp. Das war sehr eng. Ja, das könnte ein bisschen haarig werden, den Planeten dort zu untersuchen. Und das recht nicht, wenn ich an der anderen Seite rausgeworfen werde. So. Ich bin ziemlich gestört, muss ich sagen. Okay, schauen wir da mal rein hier. Was haben wir da? Allianz-Spezialeinsatzteam Delta. Was machen die denn alle hier, die Allianz-Truppen und Schiffe und was weiß ich nicht, was hier noch alles ist? Oh, jetzt hat sie uns mal erwischt. Ist es doch mal passiert. Kannst du mal sehen.
So sieht das also aus, wenn wir dann von den Reapern erwischt werden. Nicht allzu spannend, aber Spiel ist vorbei. Machen wir das Ganze doch gleich nochmal. Nein, ich möchte nicht zu Admiral Anderson. So, und diesmal machen wir das mal andersrum. Gefunden. Diesmal nehmen wir zuerst die Sachen, die am Rande des Sonnensystems sind. Dann können wir das ganze Problem nämlich umgehen einfach. Okay. Dann werden wir noch kurz hier den Treibstoff mitholen. Der war hier, ne? Ja, genau. So, komm, schnell. Husch. Könnte schon wieder zu knapp gewesen sein. Ja. Nee, doch nicht. Was war denn das jetzt? Sehr kurios. Sehr, sehr kurios. Ach Mensch, da kommt noch einer von da drüben. ULG-Sprung erfolgreich. Na gut, da müssen wir halt mal ein bisschen fix sein mit dem Sammeln. Okay. Diesmal sollten wir zumindest die zwei Planeten, die hier beieinander sind, kriegen. Und dann hätten wir dieses Sonnensystem auch schon mal abgeschlossen. Oh, 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 der ist aber nah jetzt. Nicht, dass das Ding uns wieder packt. Das muss er nicht sein. So. Jetzt müssen wir nur noch an den einen rankommen. Nee, doch. Gut, ich dachte, die haben uns schon wieder, aber hat doch noch funktioniert. Ausweichen erfolgreich. Es war dann doch recht eng gerade. So, ja, das eine in der Mitte jetzt zu holen, ist ja jetzt nicht das Problem. Terra Nova, aha, na da. Machen wir da nicht auch mal drauf? Ich würde denken, das ist auch so eine Kolonie, oder? Terra Nova? Gehört zu den Kolonieprojekten der Klasse 1, ja, ja. So, jetzt aber weg hier. Damit haben wir dieses Cluster abgeschlossen. Wunderbar. Das lief doch ganz gut, auch wenn wir einmal gestorben sind, aber hey, was soll's. Dafür müssen wir jetzt hierhin nicht mehr zurückkehren. Gibt's denn hier zufälligerweise ein Treibstoffdepot? Nee, ne? Nee. Mensch, früher gab's die mal in jedem System, in dem auch ein Massenportal steht. Heutzutage sieht das anders aus. Finde ich nicht okay. Ganz und gar nicht. So, im Pferdekopfnebel. Ich weiß nicht, ob wir hier schon irgendwas haben, was wir sammeln müssen. Lass mal im Anosbecken vorbeischauen. Muss ja einen Grund haben, dass das schon angezeigt wird. Und solange die Systeme noch nicht von Reapern heimgesucht werden, ist das eigentlich noch ganz gemütlich. Aber hier gibt es zumindest ein Treibstoffdepot, aber ich glaube... Nee, ich glaube, hier werden wir nichts finden. Ich weiß nicht, für welche Mission, aber ich nehme an, dass es für irgendeine der Hauptmissionen mal mit benutzt wurde. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Okay, dann lassen wir nach nebenan gehen. Ich glaube, zu einem Kampfeinsatz kommen wir heute nicht mehr. Ach, das ist auch bloß... ist ja langweilig. Nee, ist auch nix. Aber zumindest kann ich dann mal meinen Treibstoff auffüllen. 115.000? Na, wenn wir noch ein bisschen sparen, können wir uns mal an die Spectre-Ausrüstung machen. So, dann wollen wir mal nach... Wohin gehen wir denn mal? Nach Gemini Sigma vielleicht? Oh, warum nicht? Zumindest noch ein bisschen sammeln. Ist mal eine ziemlich unaufregende Aufnahmesession diesmal, aber muss es auch mal geben. Wir müssen es ja irgendwann machen. So. Signal bestätigt. Ich wollte gerade sagen, gibt es hier keine Reaper, aber doch, da sind sie schon. So, was haben wir denn hier? Zeig mal her. Credits erhalten. Echt jetzt Credits? Wie lahm. Und es gibt noch einen Kriegsaktivposten. Ich hoffe mal, der ist nicht so sehr in Randnähe. Ah, das ist auch noch so ein riesiges System, ne? Hier kann ja überall was sein. ULG-Sprung erfolgreich. Na, das wird ja wunderbar, hier was zu finden. Und ständig kleben uns die Reaper im Nacken. Ein Traum. Ach, hier ist es, okay. Ausweichen. Gut, flüchten wir erstmal. Nee, vielleicht Reaper nicht gerade direkt zwischen den Reapern spawnen. Das ist nicht so nett. So. Den Treibstoff. Ah, das war jetzt ein bisschen sinnlos irgendwie. Das hätte ich vielleicht später machen sollen, wenn ich hier zurückkehre.
Gut, aber zumindest haben wir damit das Han-System abgeschlossen. Gehen wir noch rüber nach Ming. Da gibt es dann wahrscheinlich auch noch zwei Kriegsaktivposten, so wie es aussieht. Und dann haben wir das. Für das Cluster. Ich habe etwas gefunden. Okay. Was gibt's denn auf Parak? Komm, Stück rüber. Mensch, der Scanner ist so langsam, ist ja schrecklich. Hier. Der Allianzkreuzer Nairobi. Ein weiterer Kreuzer, womit wir die dritte Flottille auffüllen, die dritte Flotte auffüllen. Das ist doch ganz schön. Okay, noch ein bisschen Treibstoff für uns. Und damit wäre auch dieses System abgeschlossen. Beziehungsweise dieses Cluster. So, wo war denn? Ach, hier unten, okay. Das ist toll, wenn man nicht mehr sieht, wo das andere System ist, in das man rein muss. Ja, ja, ihr habt euer System ja gleich wieder für euch. Ich gehe ja schon. Ich lasse euch ja schon in Ruhe. Gehen wir nach Hades Gamma, da ist es bestimmt gemütlicher. So. Mal sehen, was es hier gibt. Erstmal zu dem Planeten ganz am Rand. Oh, hier gibt es aber viele Systeme in dem Abschnitt. Signal bestätigt. Ja, wir haben gleich unsere Freunde wieder da. So, einmal Trebin. Was gibt's denn hier Schönes? Ich finde es ja schon mal gut, dass relativ viele Planeten mit dabei sind, die wir untersuchen können. Das ist immerhin besser, als wenn es nur im Raum schwebt. Denn im Raum ist es immer irgendwelcher Treibstoffmist. So sind es wenigstens Credits. Das ist ja schon ein bisschen besser. So, haben wir ja noch ein bisschen irgendwo an Treibstoff? Ja, natürlich. Okay, den lassen wir uns mal. Energiesprung erfolgreich. Ach du Schande. Na super. Das sind auch die Systeme, die wir in Mass Effect 2 hatten in dem Cluster, oder? Kann das sein? So. Ich habe etwas gefunden. Schön. Auf Nonwell haben wir noch was. Die Reaper sind schon ein bisschen lästig immer dabei, muss ich mal so feststellen. Na, wo ist es denn? Ach, immer dieses Gedrehe hier. Schrecklichst. Spezialeinsatzteam Zeta. Kommt mir irgendwie bekannt vor vom Namen her. Wurde uns das mal empfohlen zu suchen? Ich glaube schon, ne? Ausweichen erfolgreich. So, auf nach Dis. Hey, wir haben schon 2 von 9 gesammelt. Wahnsinn. Gut, das dritte haben wir ja schon gefunden zumindest. Bloß noch nicht aufgenommen. Signal bestätigt. Das ist schön, das kann ich gebrauchen, ein bisschen Treibstoff. So, aber hier gibt es noch mehr. Natürlich genau in dem Planeten, der von Reapern umzingelt ist. Reaper Umgang. Oh, komm, das pack mal. Jawohl. Wunderbar, kein Problem. Easy peasy. Na, wo ist es? Hallo? Ach. Ich wollte schon sagen, irgendwo muss es doch mal sein. Noch mehr Credits. Für Credits mache ich diesen Mist hier. Na toll. Jagt mich, meine Kleinen. Sprung erfolgreich. So, auf nach Farinata. Dann haben wir es ja schon bald. Oh Gott, es wird aber eng mit dem Treibstoff, kann das sein? Komm, zumindest nach Farinata schaffen wir es noch. Gerade so. Wäre schön, wenn ihr irgendwo einen Treibstoff vorkommen habt, für mich. Ich habe etwas gefunden. Natürlich wieder genau vor den Reapern, ist doch klar. So, mir fällt aber auf, die Namen von den Systemen und Planeten sind ähnlich zu dem, was so in Mass Effect 2 angefallen ist. Also da hat man sich dann bedient. Sicher, dass die Agrincourt heißen sollte und nicht Agincourt bloß, so wie die Stadt. Na gut, wer weiß. Okay, noch ein bisschen Treibstoff, wunderbar. Ausweichen erfolgreich. So, nochmal rein. Nee, so komme ich Reaper da nicht hin, bevor die Reaper da sind. Ja, besser. So, und mit dem Treibstoff schaffen wir es dann auch zum letzten System. Ich glaube, die 200 Einheiten sollten uns reichen. Ja, ja, ich gehe schon. ULG-Sprung erfolgreich.
Ich lasse euch ja euer trautes Nest hier. So. Gerade so geschafft. Und dann schauen wir uns ja auf Kakus auch nochmal um. Signal bestätigt. Okay. Ein weiterer Planet zum Sammeln. Noch mehr Kriegsaktivposten? 9 Credits. Okay, aber so werden wir zumindest Stück für Stück reicher. Das ist doch auch ganz schön. Ausweichen erfolgreich. Ich vermute einfach mal, dass es irgendwo noch ein bisschen was an Treibstoff gibt hier, das wir noch sammeln können. Die Frage ist nur, wo. Schön war ja auch, als ich das eine Mal, ich glaube, es war das erste System, das ich untersucht habe, als ich ewig lang rumgeflogen bin und meine Sonarstrahlen hier durch die Gegend geschossen habe, obwohl ich schon längst entdeckt hatte, was eigentlich noch war. Einfach nur blind war. Aber so ist das halt. Ach, natürlich. Ausweichen erfolgreich. Ist doch naheliegend, dass es direkt am Rand ist. Reaper umgangen. Das war ja auch nett. Wirklich direkt über dem Reaper ein Flugloch. ULG-Sprung erfolgreich. Ich könnte mich nicht mal da drüben absetzen, wo auch der Treibstoff ist. Nee, ich komme so nicht Reaper ran. Umgang. Ach Leute. ULG-Sprung erfolgreich. Das schaffe ich doch nicht. Nee, das schaffe ich nicht. Das ist zu eng. Ausweichen erfolgreich. Manu, jetzt habt euch mal nicht so hier. Nee, ich schaff das nicht. Manu, ULG-Sprung erfolgreich. Das ist gemein. Ausweichen erfolgreich. Die gönnen es mir nicht, dass ich das alles in einem Rutsch hier krieg. Oh, ich weiß nicht, ob das gut war, aber ich mach's einfach mal. Oh, es klappt. Reaper es klappt. Umgang. Es klappt. Das war riskant. So, damit können wir jetzt hier noch gemütlich das letzte bisschen Treibstoff einsammeln und dann haben wir es auch. Das war mal ein etwas größeres System, in dem es doch etwas mehr zu finden gab. So, raus hier. Ich lasse die Reaper in Ruhe und mache mich nach Attica Beta. Wenn ich das System dann fertig habe, dann schlage ich vor, beenden wir auch die Aufnahme. Wie gesagt, wird nicht so actionreich diesmal. Aber sowas muss es auch mal geben. Ich habe etwas gefunden. Ich wollte gerade sagen, irgendeiner der Planeten muss noch mal was für mich haben. Dieses Getröte immer von den Reapern. Ach ja. Interferometrisches Gitter. Ich glaube, das ist für das Huerta-Krankenhaus, wenn ich mich nicht irre. Kommt mir jedenfalls vom Namen her bekannt vor. So, irgendwo liegt noch... Ach, da liegt er. Ausweichen erfolgreich. Haben wir den Treibstoff noch gefunden, das ist schön. Sammeln wir dann auf dem Rückweg ein. Dafür reicht es noch, um hier hinzukommen nach Theseus. Gut, gut, gut. Keiner von den beiden möchte was für mich mitbringen. Signal bestätigt. Ah, besser. Auf Pharos, na siehst du mal. Was finden wir denn hier? Die Reste des Torianers oder was? Exo-Jenny-Wissenschaftler. Ach so. Gut, das macht natürlich Sinn, dass die auf Pharos sind. Und da haben wir auch schon den Treibstoff, den es hier noch gibt. Wunderbar, damit hätten wir auch das abgehakt. Und, ach, die sind noch gar nicht da, die Reaper. Das ist ja schön. Kann ich ja ganz gemütlich, ganz gediegen wieder zurückmachen hier. So, reicht das? Ja, gerade so. So ein Krach. So, kommt einer von unten? Nein. Dann kann ich ja nochmal kurz den Treibstoff einsacken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben sie es aber eilig gerade. Reaper umgangen. So, dann mache ich lieber erstmal nach draußen. ULG-Sprung erfolgreich. Bevor ich mir hier so eine knappe Sache mit dem Massenportal antue. Okay, damit hätten wir die ganze Ecke jetzt schon mal abgegrast hier. Das ist schön. Der Arcturus-Strom, den... Nee, ich glaube, da gibt es nichts zu sammeln. Okay, wie gesagt, dann... Lasst mich doch mal hier, ich will doch nur... Okay, wir springen noch irgendwo hin, wo wir beim nächsten Mal dann weitermachen werden. Und zwar... Lass mal die Entführungen anschauen. Okay, gehen wir doch dahin.
gut, dann werden wir beim nächsten Mal mit den Cerberus-Entführungen starten. Wir können natürlich schon mal schauen, ob wir hier noch irgendwas... Oh, wir können ja tatsächlich was sammeln. Die Arcturus-Station. Informationen zur Schlacht von Arcturus. Okay, interessant. Nehmen wir mit. Hier haben wir noch ein bisschen Treibstoff. Ja, ich glaube, die könnten wir sogar gebrauchen, oder? Wie sieht's aus? Ja, ist ganz gut so. So, und dann lassen wir das System auch, wie es ist. Bewegen uns noch rüber in das andere, wo es dann mit Cerberus losgeht. Ich weiß nicht, ob wir hier auch noch was finden können. Ja, tatsächlich. Wunderbar. So, ach, wie süß. 100 Einheiten. Gut, und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Und werden uns mal den Entführungen durch Cerberus widmen. Also beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein bisschen mehr Kampf. Diesmal war es doch sehr gesprächslastig und sehr sammellastig am Ende auch. Beim nächsten Mal dann wieder richtig schön viel Action. Bis dahin macht's gut, gehabt euch wohl und tschüss.